Es gibt am Anfang der strukturellen Phase dann wahnsinnig viele Einzelteile, die wir dann wie so ein Puzzle versuchen zusammenzusetzen. Wir testen diese Struktur dann immer mit den Jugendlichen aus. Wir schauen auch, funktionieren die Bögen, funktioniert die Geschichte, funktioniert die Dramaturgie. Diese Baustellen werden wir heute und morgen entwickeln. Was passiert nach dieser Ratterszene? An dem Projekt Jugend macht Oper ist speziell, dass die Rolle von den Jugendlichen selber kreiert wird. Freeze! Die Nachrichtensprecherin. Trotz vielen Gerüchten, die unter dieser tragischen Hochzeit entstanden sind, haben es die Hochzeitsplaner unter der Leitung von Bernadette de Orgelier geschafft, einen sehr netten Empfang mit einem anschließenden großen Buffet zusammenzustellen. Augenblicke, Gerüchte, Tratsch, Ereignisse. Wo ich hinkomme, da lebt man. Kommunikation, Information, Publikation. Und Action. Das Leben als belangloser Nebencharakter. Diese Hochzeit. Eine Society-Hochzeit. Gottes Willen, mit dem Team. Ich fand es schön, so zu sehen, die verschiedenen Charaktere, die sich schon so herauskristallisiert haben. Wir werden ähnlich wie gestern durch das Stück durchgehen. Die Hose ist nicht nur ein Kleidungsstück, sie ist das Bindeglied zwischen dem Sessel und dir. Sie kleidet dein Fundament. Und einfach diese Akzeptanz untereinander und dieses Verständnis und diese Faszination an den Ideen der anderen. Es ist so, als würde sie in diesem geborgenen Umfeld nie auf der Welt gewesen, dass man da irgendwie seine eigenen Ideen wirklich freilaufen lassen konnte und seine Fantasie mit den anderen teilen konnte. Das ist unheimlich wundervoll. 1, 2, 3. Für die Kleinsten und Unerfahrensten ist es aber das erste Mal die Möglichkeit, in einem Orchester zu spielen, das gut spielt. Schaut sich nochmal an, wo die Pausen sind. Für die Jugendlichen, die schon Orchestererfahrung haben, die haben zum ersten Mal die Möglichkeit, nicht nur mit Profis zu arbeiten, das ist immer ein großer Vorteil, und sie haben die Möglichkeit, im Orchestergraben zu sitzen. Stärkung des Selbstbewusstseins beim Singen nämlich. Das, also steht eigentlich über dem ganzen anderen, dass ich das kann und dass jeder Mensch singen kann. Punkt. Es kommt immer näher. Also wir haben jetzt gar nicht mehr so ewig viele Wochenenden bisher. Wir hätten gerne, dass wir an diesem Wochenende, also heute und morgen, so weit kommen, dass jeder ein Gefühl für seine Rolle hat. Fröhlich! Jawohl! Jeder braucht einen eigenen Charakter. Und bis man den eigenen gefunden hat, dauert es ein bisschen. Wir entwickeln noch. Das jetzt fehlt, würde ja jetzt hier auch noch die Eva P. mitgeben. Ja, das keine Ahnung, was ich dazu sagen, weil wir haben das irgendwie so. Das macht nichts, deswegen wir probieren einfach mal. Jetzt müssen wir das aushalten, dass wir manche Sachen noch nicht wissen, trotzdem schon auftreten.
heißt, ihr würdet abgehen. Das Schönste fand ich, dass wir praktisch das kreiert haben, dass das unsere Produktion ist. Wir haben das gemeinsam durch Improvisationen erarbeitet. Folge sollte ja diese Hochzeit anfangs nicht stattfinden. Was ist da dran? Welche Gerüchte? Die hab sogar ich gehört. Ich kann mich mit meiner selbst nicht einigen und ebenso wenig mit einer anderen. Dieses Geordnete, dieses Überfreundliche, dieses ja, toll hier, Hochzeit, alles klasse, es gibt ein super Buffet, da bricht was in euch auf. Und das drückt ihr aus durch ein, zwei Gesten. Anschaut, wenn wir dann einen Durchlauf machen, dann wird auf jeden Fall die musikalische Stelle werden wir mitnehmen. La, 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 la. Sera la joie et le bonheur suprême. Nur sprechen in verteilten Rollen. So schön. Hilft euch nachher auch beim Singen zu erkennen, wer wo ist, weil ihr müsst zusammen singen, das könnt ihr besprechen, schon machen. Wenn ich ein Instrument lerne, dann habe ich einmal in der Woche eine Stunde. Aber ich bin immer mit mir allein. Und wenn ich in einem Orchester sitze, dann bin ich mit 30 anderen. Und deshalb funktioniert es ganz anders, weil ich nicht einfach so spielen kann, wie es mir gerade passt, sondern das muss einfach sich homogenisieren mit allen. Und das ist gar nicht so einfach. Können Sie es gut genug, als dass wir anfangen können, daran zu arbeiten? Le vin de Syracuse accuse. Le vin de Syracuse accuse. Kennen wir alle schon ziemlich gut. Versucht bei jedem Mal, wo wir das Vian singen, es noch besser zu singen.